Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil, folgenden Geschichte. Ich habe meinen Cheat aktiviert, weil wir eine ziemlich nahe Sackgasse stecken. Ich habe mir jetzt mal ein Video angeguckt und da wäre es auch nicht drauf gekommen, aber das ist halt nach wie vor das Problem, dass die Zombies nicht sterben. Du konntest kein, was mehr ausgereicht hätte, wären unendlich Munition-Dings da anmachen. Ging nicht. Gibt ein unendlich Leben und unendlich Munition, deswegen wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen schauen, wie das Ganze weitergeht. Was das komisch ist, was mir auch aufgefallen ist, dass du... hier ist noch einer. Ich hoffe, es ist okay jetzt für euch. Das ist, bis das halt unfertig ist, denke ich mal, ne? Ist jetzt, also Cheaten ist jetzt übertrieben, weil die Zombies sterben einfach nicht richtig. Das ist, weißt du, für Hardcore-Spieler vielleicht irgendwie machbar, aber davon bin ich ja weit entfernt. Aha, okay, nichts Nützliches. Was wir mal machen können, damit es uns ein bisschen besser geht, ist hier die Medizin konsumieren. Ja, weil wir halten uns überall fest. Und genau, Barrette haben wir. Ey, sonst kommen wir unten in den Raum gar nicht durch. Okay. Sonst, also gibt es so ein paar Outfit-Bugs, aber wenn, Outfit-Codes, aber wenn ihr die benutzt, dann, dann hast du auch irgendwie einen Bug mit der Waffe, musste, dann ist sowohl angelegt, aber laut Menü nicht und, naja, gut. So, ich würde sagen, wir räumen hier mal ein bisschen, oh, guck mal, der ist weg. Warum ist der jetzt weg? Ja, ne, gerade mit den rennenden Zombies und so, das funktioniert nicht. Weiß jetzt aber zumindest, wo wir hin müssen. Das war da, wo nichts passiert ist, solange der Strom nicht angeschaltet war, ne? Und kommst ja, oder denkst jetzt erstmal nicht, dass du jetzt an selben Ort einfach nochmal die Sachen, die vorher nicht funktioniert haben, ansprichst. Normalerweise im Spiel vielleicht schon, weil es in diesem Raum keine andere Funktion gab, aber... Hier, das ist halt wieder das Ding hier. Gibt irgendwie noch so einen Quick-Turn. Kannst du aktivieren, das hätte ich mal ausprobieren können, vielleicht hätte das auch gereicht. Ja. Da könnte man sagen, vielleicht sagt er, oha, nee, so ist das jetzt schade. Los. Sonst hätte ich hier keinen Sinn gesehen im... Also, sonst hätte das Voranschreiten halt voll vergessen können. Okay, das wäre jetzt zuerst mal das. Wir müssen nicht hier hin. Weiche von mir. Und soweit ich gesehen habe, ist das Kistenrätsel unlösbar. Irgendwie, gewisse Zombies sollen mal Munition fallen lassen. Funktioniert aber auch nicht so in der Form, weil du brauchst irgendwie für 5 Zombies 20 Schuss. Und irgendwie jeder, ne, und jeder fünfte Zombie lässt irgendwie 30. Was? Ne, warte mal, pro Zombie irgendwie 20 Schuss und jeder fünfte lässt irgendwie 30 Schuss fallen oder? Ne, irgendwie ganz merkwürdig, sag ich euch. Versuch mich nur zu rechtfertigen, damit ihr das, ja. Bin schön, jetzt können wir wieder aufräumen. Wer hat denn endlich Munition ausgereicht? Das Leben wollte ich gar nicht. Du lebst ja noch. Und du da hinten auch noch. Ob ich werde es später auch wieder deaktivieren? Ah, sah ich jetzt so. Stimmt nicht. Wir werden ja dann auch noch Elsa, ne, mit der wir spielen wollen. Ne, bloß wir haben... Sorry, ich sollte Sätze zu Ende sprechen. Wir haben in der letzten... Na, da mit den Affen... Mit den Affen sind wir auf Ada getroffen und die sagt, hey, du solltest doch... Oder ich sagte zu ihr, du solltest doch mit Martin sein. Mit Marvin, sorry. Mit Marvin. Was das Ding ist... In dem Progress, wo wir sind, hat sie noch gar nicht Marvin getroffen. Wir haben Marvin getroffen, wir haben Ada getroffen. Dass sie irgendwas zusammen haben, das ist doch gar nicht irgendwie die Phase. So, werden alle weggeballert, alle Köpfe weg. Oh. Ruhe.
So einfach. So, stoße zurück. So, und rennen. Ja, das ist es halt, ne? Jetzt fühle ich mich endlich mal stark in dem Videospiel. 1200 Videos knapp. Und jetzt darf ich endlich mal schieben. Sag mal. Deswegen auch so dieses Rausschießen funktioniert ja auch nicht immer. Na, guck dir mal an, wir haben jetzt hier bestimmt allein in dem Raum 100 Schuss verbraucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, ist gering, so warten, weil wir müssen, glaube ich, ein Stockwerk höher. Zumindest müssen wir jetzt erstmal keine Munition finden. Hier könnten wir richtig sein. Nicht hundertprozentig sicher. Warte mal, warten wir. Tjo, wo kommt ihr denn gerade her? War doch vorher auch nicht hier. Zu viele Polizisten, ne? Das ist es halt, ne? Schade. Und du? Ja, was sollst du da machen jetzt eigentlich? Ah, okay, okay. Kannst du gut mit den Schüssen zurückhalten. Deswegen finde ich das wäre eigentlich cool, wenn es eben da wäre. Das ist doch der Chief. Verziehen oder was? Das Blöde ist jetzt. Wir haben ein Problem. Ich trotzdem dazwischen gespeichert. Das mache ich echt irgendwie aus dem Kopf heraus. Das ist ganz merkwürdig. Okay, das müssen wir jetzt nicht wegholen. Ja, wir können vielleicht sogar einfach hier durch. Aber das war gerade. Warte mal. Nee, warte mal. Das war gerade der Polizeichef. Nicht, dass das so ein Miniboss ist. Wisst ihr, was ich meine? Auf welche Richtung? Ihr bleibt aber schön, wie ihr seid. Seid toll, so wie ihr seid. Bleibt da. So, jetzt machen wir. Interessant, der Chef kann uns also umlegen. Das will ich mir jetzt aber doch nochmal genauer angucken. Hier, ne? Hier ist die Tür. Wünsch mir Glück. Gut, sie können mich immer noch umhauen, dann ist das eigentlich ganz fair, ne? Ja, dann ist das ganz fair. Aber das ist halt hier irgendwie alles bescheuert. So, jetzt wird's spannend. Löchchen. Der hat ein Loch im Kopf? Löchchen. Ja, so, das war warten, bis der halt immer nur aufsteht. Okay, dann gibt's den Polizeichef doppelt. Oder es ist nicht der Polizeichef. Schön, sich so powerful zu fühlen. Okay. Ja, Freunde.
Haben wir hier irgendwas Schönes? Nee, ne? Schade. Schade. Okay, ist aber alles zumindest gelöscht. So. Jetzt müssen wir in einen anderen Raum. Ich weiß auch welcher. Ich muss bloß finden. Die Karte funktioniert ja auch nicht so, wie sie soll. Das könnte was werden. Das könnte doch was werden. So, ich habe eine Idee. Ich habe schon wieder vergessen, wo er war, aber kriegen wir es hin. Das könnte es sein. Das könnte es wirklich sein. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich den Sheet deaktivieren kann. So, warten wir, hier war doch irgendwas. Ne, ich habe mal geöffnet, ne? Ja, hier will ich doch hin. Warte, hier will ich hin. Will ich hier hin? Nee. Hier will ich hin. Gucke. Do you see the lightning? Ich weiß das für ein Englisch, war auch vollkommen falsch. Das hattest du nicht, wo noch kein Strom an war. Okay. Und darauf muss er erstmal kommen, ne? Du warst in dem Raum und weißt, okay, das ist jetzt keine finale Version. Vielleicht gibt es ja ein, zwei Räume, die keine Funktion haben. Ja. Aber die Funktion hast du, sobald Licht an ist. Und das für die Story, das wichtig ist, dass du die Dinger nach vorne holst. Oh, schieße ich jetzt auch nicht direkt vielleicht. Ein schlechter Aim, Leon, ganz schlecht. So. Ich habe mir das wieder angeguckt und dachte, ne, da haut irgendwas haut hier nicht hin. So, aber er hat die doch alle hervorgeholt. So, jetzt bin ich wieder bei Null. Okay, okay. So, sind da alle, der ist auch vorne, ne? Zwei ist vorne. Mhm. Warum sind die Patronenhülsen gerade so verzögert weggeflogen? Drei ist vorne. Hier ist vorne. Ja, es waren eigentlich alles. Musste ich hier noch irgendwas machen? Nö. Warum musste ich das überhaupt machen? In der Meinung, jetzt bist du hier irgendwie rangekommen. Jetzt hätten hier Hunde rauskommen sollen. Ja. Deswegen, dass er auch immer so verdächtig ausspringen kann, ich auch nicht. Vielleicht andersrum aufrollen die Sache. Wir sind immer noch hier vorne. Okay, jetzt bin ich halt voll aufgeschmissen. Gut, wir können unten nochmal aufräumen, aber... Das war eigentlich das und dann kamen hier Hunde raus und dann hast du hier im Schrank etwas bekommen. Sind alle vorne, ne? Warte, ist da nochmal irgendwie ein Schalter oder so? Bin der Meinung, die kam direkt, wo der letzte rauskam, hoch. Hier ist auch nichts, ne? Nee. Ah, Leute. Mache ich irgendwas falsch? Pusche, ja. Vielleicht geschossen habe. In der Meinung, er hat alle nach oben geholt. Wenn ich jetzt so ein bisschen rumlaufe. Na, ich erwarte keine Hunde. Okay. Kannst halt auch nichts machen. Und wenn ich rausgehe? Card Reader. Genau. Und rat mal, wo du die rote Karte bekommst.
In dem Schrank da drinne. Dann gehen wir jetzt hier nochmal alles ab, aber... Bleib so, wie du bist. Aber hier haben wir auch alles erledigt. Ja, Mist. Gut, Buggy ist halt auch ein bisschen schwierig. So, unten kannst du... Das hat er auch so gemacht, ne? Shelby ist ja nach unten. Wir sind hinterher, aber eigentlich sollst du noch gar nicht hinterher, so von dem... Ja. So, hier kam der Affe raus. Die Affen, Mehrzahl. Dass ich da irgendwas benutzen muss beim Schrank, aber... Was denn? Nicht den Screw, vielleicht habe ich irgendwas vergessen zu aktivieren, aber alles... Alles, was er dort gemacht hat, hatte ich auch gemacht. Speicher mal hier, was ich auch noch probieren könnte. Ah, okay, du kannst hier einfach springen. Durch die Räume, ja gut, aber... Deswegen beim Sewer-Rätsel, ich könnte, glaube ich, einfach in den nächsten Raum springen. Aber ich weiß halt nicht, in welcher chronologischen Reihenfolge ihr das überhaupt sehen wollt. Vielleicht buggt das auch im Allgemeinen bei mir. Gut, also ich könnte bei Parken, könnte ich runter. Okay, interessant. Sewer Exit. Wie denn? Oh, hi. Okay, Cutscene? Ja, jetzt bin ich hier gerade so ein bisschen... Okay, es tut mir leid. Ich werde nochmal schauen, ob ich so weiterkomme. Aber die rote Keycard gibt es eigentlich da drin. Ich zweifle jetzt gerade an mir, ob ich vergessen habe, irgendwas zu aktivieren. Aber meiner Meinung nach nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel das wert ist. So, ich gehe noch einmal hier rein. Einmal. Ein letztes Mal. Hat der vielleicht nicht alle hochgeholt? Das wäre aber noch sinnloser. Okay. Da war ja X zum Beispiel. Vorher musstest du X drücken auf einmal statt Viereck. Okay. Dann lassen wir das hier aber schon mal. Dass hier an der Wand jetzt irgendwas gibt, aber das hätte ich doch gesehen. Okay, ich kill jetzt den Zombie, den ich sehe. Das ergibt alles keinen Sinn. Gut, ich kann halt Räume springen, ne? Ich könnte gucken, was das jetzt hier, Weapon Storage. Da könnte ich einfach rein, aber es wäre halt auch nicht richtig. Okay, gehen wir weiter. Treppenhaus. Das war eigentlich genau das Ding. Wenn es hier nicht weitergeht, wird es nie irgendwo weitergehen. Und der Sturm ist halt an. Okay, mit dir. Wie hab ich denn jetzt gedacht? Kommst du mit? Hingelegt. Na du?
Irgendwie habe ich gewisse Ladehemmungen. Ist ja kaum zu sehen. Schusshemmung habe ich jetzt nicht direkt. So, ist halt super mysteriös. Vielleicht musste ich die wegholen, weil das... Es ergibt einfach alles keinen Sinn. Auch gesehen, in irgendeiner Version haben die sich Waffen gescheatet. Kann sein, dass es dann vom anderen Modder war. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Nee, hier ist nichts mehr. Geh hier nochmal ran. Nee, bei ihm in der Version konnte man das auch ansprechen. Ich bin so verwirrt, was hier geht und was nicht. Das Ding ist halt, ne, du kannst nicht sagen, okay, ja, weitergehen tut es auf jeden Fall, weil du weißt nicht, dass es weitergeht. So, das wäre das. Ja, jetzt können wir halt wieder hier hin. Bitte nochmal hochgehen. Ich gehe nochmal runter. Warte mal, komme ich von hier? Nee, von hier komme ich nicht. B2. Super merkwürdig alles. Wie komme ich rein? Ja? Ah ja, okay, hier waren die tanzenden Zombies. Das war lustig, warte. Da gab es auch noch Medizin, dann sehen wir nicht ganz so verwundet aus, aber vielleicht ist es okay. Vielleicht mag das, wenn aufgeräumt ist. So höre ich mich auch immer an, wenn ich aufstehe morgens. So, wollen wir es mitnehmen oder nicht? Danger. Na komm. Rote Medizin nehmen wir. Cool. Und wie ist das alles merkwürdig? Zum Fixen auf die Toilette ist er hier. Okay, sorry, ich musste euch mal kurz verschieben. Du merkst halt echt, dass hier so viele Sachen fehlen. Warum ist die Tür offen? Warum ist hier nichts? War hier was? So, da waren wir. Gehen wir hier nochmal rein. Wir müssen eine Shotgun finden. Ich weiß halt nicht, ob die schon implementiert ist. Also ist alles okay. Wahnwitzig. Ich glaube, hier war wirklich nichts. Schön, dass sie mich jetzt nicht angreifen. Jetzt. Na gut, ich bin so verletzt, die denken, ich wäre einer von denen. Ja, die Tür gefällt mir besonders gut, in die ich nicht reingehen kann. Macht der Tänger sein Häufchen? Das ist so mega. Ich dachte, ich habe unendlich. Ja, vielleicht habe ich dann unendlich Monitoren. Ja, aber es ergibt alles keinen Sinn. Wie überhaupt ich denn mal gespeichert? Nee, ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Ich könnte mich halt in Räume jetzt reinschieben. Warte. Hier hätte ich. Wie heißt denn der Raum hier? Ah, okay, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sind hier jetzt schon die Dinge angeschoben? Ah, sind sie. Der Raum heißt 119 Firing Armory. Hm.
So, dann gehen wir jetzt nämlich hier raus und jumpen mal rein in den Raum. Fallen. Wie war denn das nochmal? Viereck. Mal sehen, wer ich jetzt hier so rein. Nee, ne? Bin der Meinung, der ist einfach hier rangegangen. Was ich auch noch machen könnte. Kann's mal probieren, aber ich glaube nicht. Kann ich nicht benutzen. Schade. Weiß auch nicht, ob ich den löschen kann, hier den Fire Extinguisher. Ich glaube, so spricht man nicht aus. Wir haben alle hergeholt, ne? 1, 2, 3, 4. Ist halt auch irgendwie eine super merkwürdige Mechanik, wenn ich ehrlich bin. Hol die Dinger ran und dann kommen Hunde hier raus. Aber ist auch irgendwie merkwürdig, dass die Hunde kommen, weil die sind doch im Nebenraum. Kannst halt nicht mit Logik rangehen. Storage. Ja, ich hätte super gerne die rote Keycard einfach. Was machen? Dass du da irgendwas auslösen musst, ergibt keinen Sinn. Zwei glaube ich eigentlich auch nicht. Überleg echt gerade, was das noch sein kann. Dass irgendjemand noch eine Keycard hat, aber unten war ja nichts in dem Raum. Zum Dach kannst du nicht mehr? Na ja, gut, dann kommt halt. Achso, ihr könnt mich ja immer noch umhauen. Ah Leute, ich weiß es echt nicht. Hat irgendwie alles keinen Sinn. Aber wisst ihr was? Ich nicht. Oh, okay, das könnte was sein. Ah ne, ist wieder der Raum, ne? Ich glaube, die sind hier, aber ich sehe ja nichts. Okay. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Ich höre Geräusche, ich sehe aber keinen. Na gut, ich würde sagen, da kommt er doch, da ist er doch. Sehr schön. Beide. Vielleicht laufen vorbei. 3. Wie es weitergeht, erfahrt am nächsten Part. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. In 3 Tagen hoffentlich der nächste Part. Ich gucke jetzt mal weiter, was ich wohl machen kann. Und naja, bis dann.